Du sagst mir, wenn du soweit bist, Digga. Ja. Okay. Gut, okay. Herzlich willkommen bei 5 Minuten für Wein am Limit. Heute mit der alles entscheidenden Frage: Was ist Mineralität im Wein? Wollt ihr doch wissen, oder? Ja, mit Mineralität eigentlich ist ja ein Geruch gemeint, den man aber nicht riechen kann, weil Mineralien kann man nicht riechen, allenfalls kann man sie schmecken. Und Mineralität wird gerne auch in der Weinbranche verwechselt mit dem Zauberbegriff Terroir. Der wird häufig verwechselt oder gleichgesetzt mit Mineralität, aber das Terroir ist eigentlich viel umfassender. Das Terroir meint eigentlich die Rebe, also sprich die Rebsorte, Alter der Rebe, Standort der Rebe, die DNA der Rebe und ganz viele kleine Dinge. Dann zum anderen reden wir über das Klima, das unterscheidet man auch, immer von groß nach klein werden sozusagen, zwischen Makro, Meso und dem Mikroklima. Mikroklima ist dann der Weinberg, der dann gemeint ist. Dann haben wir natürlich den Boden und da ist ganz entscheidend, ist der Boden ein harter Boden, ist es ein eher körniger Boden, welche Drainierung hat der Boden, welche Mineralität oder Mineralien sind in diesem Boden, wie tief ist der Boden, wie gut ist der Wasserabzug in diesem Boden, ist es eine Hanglage und. Das sind alles so Sachen, die den Boden wiederum ausschlaggebend machen, also Mineralität. Und dann der wichtigste Faktor ist eigentlich der hier unten, die Stärke hier. Das ist der Mensch. Und nur der Mensch ist in der Lage, eigentlich dieses Terroir auszudrücken. Und deswegen ist die Mineralität nur ein Teil vom Terroir und die Mineralität trotzdem, weil natürlich ein Großteil der Pflanze unterirdisch ist, ganz entscheidend natürlich für den Charakter des Weines. So, und jetzt zeige ich euch mal anhand eines flüssigen Beispiels, wir haben hier diese drei wunderbaren Weine, was Mineralität wirklich heißt. Und wir gehen nach Südafrika, wir gehen ins Swartland, Südafrika, was berühmt ist für seine alten Böden, für seine Bodendiversität. Und wir gehen zum Weingut Malineux, zu Andrea und Chris Malineux. Das sind zwei sehr respektable Winzer, die eine Serie von Weinen auf den Markt gebracht haben, die sich auf die wichtigen für sie vorhandenen Bodenformationen beziehen. Das ist einmal der Iron, dann einmal also Eisen, Schist, das ist der verwitterte Schiefer und dann mit dem Granite, mit dem fangen wir auch gleich an. Granite comes from the Paardeberg Mountain. These are deep decomposed granite soils. They allow the vines to build a deep root system that helps the wine maintain great freshness and a tight structure. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Das war eine sehr schöne Erläuterung. Ich liebe Granite oder den Granite. Warum? Weil er meistens, ja, ist auf jeden Fall, ohne die anderen beiden jetzt getrunken zu haben, aber es ist eher so ein bisschen dieser florale, etwas dieser feine, nicht ganz so verschlossene Stil. Es ist eher so mit diesem Parfum, was so ein bisschen Richtung rose Veilchen geht, hier allerdings schon auch mit ein bisschen Reife natürlich bei diesem Wein. In der Nase auf alle Fälle sehr fein. Da haben so ein bisschen schon erste Anzeichen von Reife, also es riecht schon so ein bisschen nach feuchtem Boden. Aber vor allen Dingen, der Wein ist hier ganz klar geprägt eben durch seine Herkunft, durch sozusagen die Bodenformation. Ich, wie gesagt, meine, dass man Mineralität ja nicht als solche, man kann ja jetzt hier nicht Granit riechen, aber der Granit scheint anscheinend dem Syrah immer so einen sehr eleganteren, feineren Touch zu geben. Also am Gaumen merkt man richtig, der Wein hat noch unglaublich Reserven, noch richtig frisch, richtig kühl, saftig läuft er hier an den Mundhöhlen entlang. Eine unglaubliche Länge, eine unglaubliche Feinheit. Hinten raus so ein bisschen dieses an schwarze Oliven, an Sauerkirsche erinnernde Bouquet. Wieder diese floralen Töne, wieder so ein bisschen dieses Veilchen Rose. Was ich immer sehr, sehr stark mit diesem Wein assoziiere, ist auf alle Fälle für den, man muss ja auch immer sagen, der Jahrgang spielt ja auch eine Rolle in diesem ganzen Gebilde Terroir. Mineralität, wie gesagt, ein Teil davon. Aber der Jahrgang hier hat natürlich anscheinend einen Wein produziert, der ein bisschen kantiger ist. Und natürlich ist auch ein bisschen die Handschrift des Winzers, wie er den Wein ausgebaut hat und vinifiziert hat. Aber auf alle Fälle ein sehr eleganter, ganz feiner Syrah. Iron comes from the red clay and iron-rich soils in the rolling hills around Malmesbury.
These soils make for powerful wines with lots of intensity and concentration, but balanced by a good freshness. Ja, vielen Dank. Schlüssig erklärt auf alle Fälle und ein bemerkenswerter Weingarten sowieso. Meine Fresse. Boah. Von der Stilistik her aber anders. Viel, viel komprimierter, kompakter. Auch natürlich hier anderes Jahr. Trotzdem, man merkt das schon, der Wein wirkt fast ein bisschen rauchiger, wirkt ein bisschen fester, hat nicht so sehr diese floralen Noten. Hat wirklich einen richtig steinigen Charakter. Bisschen so auch wieder dieses leicht fruchtige Richtung Sauerkirsch gehen, aber dieses, wow, unglaublich. Ein sehr intensiver, ein sehr fesselnder und ein sehr direkter Stil, würde ich sagen. Und was bleibt, ist hinten raus wirklich so ein, ja, doch, wirklich steiniger, ganz karger Geschmack. Trotzdem toll, ist so ein leicht bitterer Ton drin, der so an Espresso und Schokolade erinnert. Der Wein wirkt in sich wesentlich fester. Der wird noch ein bisschen brauchen. Was, wie gesagt, immer auch ein bisschen natürlich am Jahrgang und an der Vinifikation liegen kann. Aber vom Charakter her ganz anders. Der hier, würde ich sagen, der Granite, etwas zugänglicher schon. Und das hier noch ein bisschen so, du kannst mich zwar trinken, aber du musst mich nicht trinken. Du darfst auch noch warten. Schist comes from Kastilberg. These are relatively hard, rocky and shallow soil that are well drained and make for smaller vines and wines that have more density and structure. The wines from these soils are dense, firm and brooding. Schist ist für mich eigentlich immer der Wein in diesem Trio, der sehr großzügig sein kann, der sehr lange braucht, der wahrscheinlich die größten Reserven hat, wobei das gilt für den Iron auch. Auf jeden Fall ist der Schist verwitterter Schiefer, eine Bodenformation, die man überall auf der Welt findet. Eine, die vor allen Dingen sehr, sehr gut das Wasser halten kann. Und gerade wenn man mal so denkt an Weine aus Europa, zum Beispiel den Priorat oder von der Mosel, da merkt man ja auch ganz klar immer diesen Schieferanteil sozusagen, oder dass der Schiefer den Wein doch sehr prägt. Also wenn ich mir überlege, von 1 nach 3 habe ich hier echt schon eine kleine Reise gemacht. Der Wein wirkt ein bisschen dunkelfruchtiger, etwas kräftiger, etwas herber, kräuteriger auch. Ja, unglaublich komplex. Also die Weine sind unglaublich rein und pur in sich und deswegen ist das auch ein wirklich toller Vergleich mal. Dieses Thema Würze, was ich immer sehr, sehr stark mit Schiefer assoziiere, findet man hier zwar auch im Geruch, aber eigentlich viel mehr so am Gaumen. Also sprich, wenn der Wein sozusagen wieder die Mundhöhle aufsteigt oder die Geruchsmoleküle im Mundraum aufsteigen und an meine Rezeptoren hier an die Schleimhäute gehen, eigentlich riecht man ja diesen Wein dann am Ende doch, obwohl man das Schmecken eigentlich nur salzig, sauer, bitter und süß und umami kann, hat dieser Wein eine angenehme Bitterkeit. Hat fast einen umami-fleischigen Körper, hat sehr schöne Gerbstoffe. Mit schönen Gerbstoffen meine ich, sie sind reif, aber sie sind trotzdem kantig, also sie sind präsent. Sie werden dem Wein sicherlich ein langes Leben geben. Und der Wein hat eine ganz saftige, frische Säure, die hinten so richtig in den Mund reinläuft. Und auch hier finde ich am stärksten den Geschmack. Im Geschmack finde ich wirklich sehr, sehr stark das, was mich an diese Schieferweine häufig erinnert. Dieses etwas, ja, kantig, würzig, wilde, das hat er auf alle Fälle. Am Ende, was wir hier haben, ist, eine Landschaft wurde schmeckbar gemacht. Und das haben wir bei diesen drei Weinen ganz wunderbar in Szene gesetzt bekommen. Ich würde sagen, wer mehr Freude am Wein haben will, der sollte Mineralität nicht ausklammern. Der sollte sie akzeptieren. Bei den größten Weinen der Welt ist es ganz klar,
ein Teil ihrer DNA, ein Teil ihrer Herkunft. Also deswegen nehmt euch die Zeit. Ich sage danke für eure und bleibt dran. Und komm, schauen wir uns eigentlich jetzt noch an. Wenn man Spaß am Glas... Fangen an mit dem ersten Wein. Das ist der... Nein, nein! Okay, gut.